Nee, das will ich nicht. Willst du nicht? Das lasse ich gelten. Nein, ich möchte das nicht. Hier kann ich wenigstens fliegen. Wer rennt denn vor mir vorbei? Da bist du. Na, was sagst du zu meinem Pony? Es leuchtet. Mhm, warte mal. Ich weiß, ich habe sie dir schon mal gezeigt, aber... Oh, nee, das würde ich dir nicht zeigen. Aber jetzt siehst du sie noch mal in Natura. Guck mal, mein Morbul will dich angrapschen. Guck mal. Ja, schick. Pink, Fluffy, Unicorn. Dancing on Rainbow. Ah, wie heißt nochmal dieses eine... Ah, jetzt komme ich nicht drauf. Bei FF10, die Bestia. Das Elektro-Ding. Ixion? Genau, Ixion. Gibt's ja auch als Reitviech. Ist aber, glaube ich, schwer zu bekommen, meine ich, oder? Ja, mein kleiner Morbul. Bist du mein kleiner Morbul? Ja, du bist mein kleiner Morbul. Aber das ist ja hier Schneeprinzessin und so. Ja. Glitzerprinzessin. Und den hier kennst du auch schon? Mein Drachi? Ja, den kenne ich tatsächlich. Und jetzt kommt mein absoluter Liebling. Ja, schön. Den holen wir dir auch noch. Ja, wir haben bis 2025 Zeit. Das ist ja alles in Ordnung. Bis dahin kriegen wir das hin. Achso, und meine eine Rüstung, warte. Warte. Mhm. Bitte hier. Ja. Das ist ein bisschen so wie Robin Hood halt, ne? Was willst du? Was willst du? Ich habe einen. Was auch immer das ist. Oh, guck mal hier, die zaubern hier nebenan. Kann ich auch. Warte mal. Wenn ich das hier mache, kann ich das auch. Aha, sehe ich da so ein bisschen Konkurrenz? Nö, eigentlich nicht. Ich wollte dir eigentlich was zeigen. Eigentlich. So, was musst du tun? Ich... Her mit der komischen Maske. Warte. Da muss ich hin. Ah. Okay. Dann folgen Sie mir, Herr Kayate. Sehr freilich. Ich überlege gerade, welches Level bist du? 32? Als nächstes müsste, glaube ich, für dich als Inni das Hauke-Herrenhaus kommen. Aber stimmt, warte mal, bevor wir irgendwas anderes machen, kann ich mit dir die Daily machen. Bevor wir diesmal wieder keine Zeit für haben.
Also darf ich nicht meine Quest jetzt abbeenden? Doch, darfst du gleich. Wir machen die nur ganz schnell. Okay. Melden uns einmal an. Ich habe zwar heute schon einmal gemacht, aber für dich mache ich sie gerne nochmal. Nee, das machst du nur für dich. Ich habe da nicht mehr viel von. Ich auch nicht. Doch klar. Ah, komm, ich mache mir jetzt meine Weißweinschorle. Ach, nicht die schon wieder, die hat die heute schon zweimal. Die Kupferglockenmine. Oh nein. Doch, das ist das witzige Etwas. Warum? Ach du Scheiße, ey. Ich hoffe, du lässt dir ein bisschen Zeit, weil ich habe hier noch mein Getränk noch nicht. Ja, ich breche das mal nicht ab. Ihr seht die Sequenz. Ja, das wäre super, wenn du es nicht abbrichst, weil dann kann ich hier in Ruhe mein Getränk machen. Ja. Ich habe nichts gemacht, die Sequenz war jetzt zu Ende. Ja, ich weiß. Ich bin Gott sei Dank auch fertig. Das weiß ich. Ja, Gott sei Dank habe ich heute schon mal. Vor allem, das war auch mein Stufenaufstiegsding vorhin. Och, ja. Das tue ich auch so gerne. Achso, öffne mal dein Inventar. Moment. Ja, ist offen. Hast du irgendwelche Nahrungsmittel da drin? Also Eier, ja. Essen. Ja, hab ich. Dann komm mal kurz mit. Also, komm ich erstmal hier drauf. Und schmeiß dir gleich mal eins ein. Dann hast du mehr Routine. Bekommst du mehr Routine. Ist wichtig für dich. Da habe ich mir nämlich auch da reingeschmissen. Einfach auf benutzen dann. Okay. Ja, nett. Wobei, vorhin ging die Ini sogar. Bitte? Vorhin ging die Ini sogar. Ich weiß ja nicht. Ja, es kommt halt drauf an, wie gut der Tank ist, ne? Ach du Scheiße. Der hier scheint besser zu sein als den wir beim ersten Mal hatten, wo wir hier drin waren. Aber noch macht mir das Heilen echt Spaß. Okay. Noch. Aber es gibt tatsächlich so ein, zwei Inis, wo ich nicht heilen wollen würde. Wo ich glaube ich niemals als Heiler reingehe. Naja, gut. Es sei denn, ich habe wirklich gute Erfahrungen mitgemacht, dann vielleicht. Aber in aller Regel würde ich bei manchen das wahrscheinlich nicht machen. Was ist so denn von mir? Ich? Gar nichts. Nee. Das Ding hier.
eine Kajalake neben mir. Was? Eine Kajalake neben mir. Ich glaube, heute rede ich gegen eine Wand. Ja, Herr Lacke redet heute nicht viel. Doch, nein, doch. Wie war's denn nun? Ja, weiß ich doch auch nicht, Mann. Ja, doch, nein, doch. Ja, nein, vielleicht. Du weißt ganz genau, dass ich hier bei diesen Dingern immer etwas konzentrierter bin, weil ich halt einfach nichts falsch machen will. Viel kannst du da gar nicht falsch machen. Also, noch kannst du nicht viel falsch machen. Also, das spreche ich aus Erfahrung. Ich bin Meisterin damit, in Innis und so weiter was falsch zu machen. Da kannst du Dera und Hybrid fragen. Wieso, du machst doch alles richtig gerade. Ja, Heiler ist jetzt in den Anfangsdingen noch nicht schwer. Jetzt ist das. Jetzt funktioniert das noch. Na gut. Ach nichts. Der Tanker hat gerade nur wieder so ein bisschen rumgealbert. So, ich stelle mich einmal wieder auf meinen Lieblingsposten, wo ich immer stehe. Ach so, das. Ja, ja, ich erinnere mich dumpf. Doch, das hier ist noch ist kein Problem. Das Geilste ist, am Anfang muss ich halt noch nicht viel machen. Mein Steinzauber braucht Ewigkeiten, bis er überhaupt aufgeladen hat. Deswegen stehe ich hier immer erstmal nur so blöd und warte. Ich kam bisher so nicht mal zum Zauber, weil sie schon alle Feuer kaputt gemacht haben. Das meine ich ja. Deswegen bringst du mich nicht, wenn ich gerade mitkämpfe, weil mein Steinzauber braucht ich länger, als bis ich hier mal jemanden getroffen habe. Ich heile einfach dann immer mal so ein bisschen. Ach, ich liebe Final Fantasy. Das Schlimmste ist, ich würde dir so gerne jetzt schon zeigen, wo ich gerade zurzeit rumlaufe in der Hauptstory. Das Problem ist, da kommst du noch gar nicht hin, weil du das Addon noch nicht mal besitzt. Okay. Ja, das musst du dir dann tatsächlich zukaufen. Aber da hast du noch eine ganze Weile Zeit. Eine ganze, ganze Weile. Ich sag dir Bescheid, wenn du es dazu kaufen kannst. Okay. Hey.
Ach ja. Alles nett hier wieder. Manchmal vergesse ich tatsächlich, dass ich Heilerin bin. Okay. Und lauf da mitten ins Getümmel rein. Was gar nicht meine Aufgabe ist. Ich hab sogar mal was zu tun hier. Ach ja, finde ich schön, dass ich jetzt mit dir schon Indies laufen kann. Du was? Schön, dass ich mit dir jetzt schon Indies laufen kann. Lustig wird's dann, wenn wir die großen Boss-Indies und so weiter machen. Also wenn wir dann auch die Raids und so weiter haben. Das wäre schön. War das ironisch gemeint? Nein, das wäre ernst gemeint. Ach so. Ja, hätte ja sein können. Wo bist du eigentlich? Da seid ihr. Damit mal einer die Dinger hier auf. Ach, jetzt kommt das Ding mit dem taktischen Bosskampf. Ach. Ich weiß, die Bomber. Yep. Die Bomber. Und bitte nicht wieder kaputt zerstören, so wie die anderen. Also, das ist zwar schon ein bisschen, aber vorhin haben die nämlich die so kaputt gemacht, dass dieses Feld dann halt nicht drumherum kam. No, bitte. Es dauert das hier eine Ewigkeit. Ich bleib einfach hier stehen. Ja, weil es heller hier gerade durchgeht. Ja. Das ist ein Kinderspiel, das nebenbei zu machen. Ich weiß gar nicht, warum ich das Ding hier vorher nicht verstanden habe. Kann ich dir auch nicht sagen. Ja. Haben wir es ja fast. Ach, die Viecher. Mhm. Haben es fast geschafft. Siehst du, und war es jetzt so schlimm beim zweiten Mal? Nein, beim zweiten Mal ist nicht. Siehst du. Also meistens liegt es wirklich dann mit dem Tank. Ob es wirklich gut läuft oder eher weniger.
Ey, warum kam ich denn nicht weiter? Ich war da festgebackt. Festgebuckt. Festgebuckt. Richtig. Ich habe mir heute schon wieder den Soundtrack angehört. Was hast du? Den Soundtrack angehört. Ach so. Kaya, du brauchst echt ein Hörgerät. Nee, ich muss einfach die Musik im Schulauto leiser stellen. Das wäre vielleicht mal eine Option. Obwohl sie eigentlich schon relativ leise ist. Ich fühle mich nämlich manchmal, als wenn ich mit einer Wand reden würde. Ja, das ist nicht so fein. Ja, nee. Liegt aber meist an meinem Gesprächspartner. Ja, das dachte ich mir. Da solltest du mal mit dir ein erstes Wörtchen reden. Ja, das tue ich gerade. Mit dir. Was? Mit mir oder nicht? Ja, natürlich. Ja, mit dir. Du nicht immer bei anderen die Fehler suchen. Ja, aber du hörst doch immer nicht zu. Ich höre doch zu. Ja, aber nicht immer. Du antwortest doch nicht immer. Immer, bitte. Wer hört denn schon immer zu? Also bitte. Ja, und du hörst weniger als immer zu. Also weniger als manchmal. Weniger. Das ist nicht richtig. Naja, es kommt drauf an, ne? Nee, das ist doch. Doch. Es kommt auf die Tage drauf an, doch. Nee. Ich höre ja auch nicht immer zu. Aber. Das ist jetzt ein. Nee. Aber ich antworte zumindest. Ach, scheiße, Mann. Nee, das nicht. Nee. Na, sie sind schlau und gehen mal auf den Boss und nicht auf die. Wir sind beide. Büsse eingeschlafen. Warum tun sie das? Musst du einen Wecker stellen. Ja, warum tun sie das? Weil ich hier im Schneidersitz sitze und das eigentlich gar nicht so lange kann. Kann ich, gibt es nicht. Was? Kann ich, gibt es nicht. Kannst du mal mit deinen selbst erfundenen Klugscheißereien aufhören? Nein, ich habe tatsächlich nicht selbst erfunden. Der Spruch kam von meinem Großvater. Okay. Und ich kann nicht wohnen, da ich will nichts dafür, kommt für Frisches. Die sind noch nicht mal selbst erfunden, die habe ich einfach nur abgekupfert, weil sie mir ja auch ständig gesagt werden. Also kann ich sie auch einfach nur weitergeben. Ja, dann nimm dir ein gutes Beispiel daran und führ sie nicht fort. Nö, tue ich aber. Das von deinem Opa, das akzeptiere ich. Das andere, nein, das ist Blödsinn. Das akzeptiere ich nicht. Ist es ja auch, aber. Oh Gott. Siehst du, hast es doch geschafft. Und war es so schlimm? Nein, siehst du. Ja, ich muss morgen meine Therapeutin aufrufen. Aufsuchen. Aufrufen? Aufrufen auch. Ja, ich beschwöre sie. Sie ist eine GF. Sie ist eine GF. Würde mir aber Gedanken machen, wenn da eine Therapeutin eine GF wäre. Ey, nichts gegen Frau Zunke-Warnecke, ja? Also, ich kenne sie nicht, also kann ich auch nichts gegen sie haben. Ich weiß, ich kenne sie auch nicht. Also ich kenne sie schon, aber ich meine, ich war schon seit 3 Jahren nicht mehr bei ihr.
Aber du kennst sie. Ja, natürlich. Sie hat mich... Sie hat dich gehegt und gepflegt. Wie eine Blume im Frühling. Sie hat mir Pilchen verschrieben, von daher. Ah, daher bekommt dieses Verrückte. Nee, das ist nicht daher. Das war eigentlich dagegen. Ach so. Oh, Tandem fahren. Ja, Tandem fahren. Mucki, 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 Muck. Ich komme Mucki, Muck, Mucki, Mucki, Muck. Mucki, 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 Muck. Kannst du mir, ich weiß nicht, wo du hier genau hin musst, aber kannst du mir gleich mal deinen Questnamen erzählen? Mein Questname ist in Freundschaft verbunden. Ja, okay. Ja, dann kann ich mal nachgucken, wann die nächste Indie für dich kommt. Ja, heute auf jeden Fall nicht mehr. Naja, wenn sie als nächstes oder übernächstes kommt, dann bestimmt schon noch. Ach, nee, ich bin echt müde, ey. Ach, hier, du wolltest das haben. Ja, hier, komm, Christa. Wie gesagt, wenn sie als nächstes oder übernächstes kommen sollte. Ja, ich weiß, ich weiß. Du gibst aber auch nicht auf, ne? Nö. In Freundschaft auch verbunden. So eine leichte, penetrante, nervende Art. Ja. Wie ja? Kannst du nicht einfach ja drauf sagen? Klar kann ich. Oh! Die Dings hatten wir. Die Dings hatten wir schon. Okay, ja gut, dann hast du sogar Glück heute, glaube ich. Ich werde Glück haben, weil ich nicht nochmal eine Indie mache. Da hast du gar keine Wahl, wenn sie jetzt zum Beispiel als nächstes gekommen wäre. Ja, okay, gut, das wäre was anderes gewesen. Wenn sie jetzt als nächstes gekommen wäre, dann... Aber das dauert jetzt, glaube ich. Gucke gerade. Beziehungsweise... Buche ich sie erstmal. Bist du eigentlich hier? Ja, das dauert. Das dauert aber sehr lange. Sind. Das klingt ja wie Zauberei. 2, 3, 4, 5, 6, 8. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 Quests, wenn ich mich nicht verzählt habe. Das wirst du wahrscheinlich erst beim nächsten Mal schaffen. Sehr wahrscheinlich, ja. Also nächsten Sonntag. Weil du wirst wahrscheinlich nicht diese Woche mal Zeit haben. Ach was, keine Ahnung, kann ich noch gar nichts so sagen, weiß ich nicht. Was muss ich machen? Ramu und die Sylphen. Na, das klingt ja schon mal... Nein, Ramu kommt noch nicht, keine Ahnung. Steht hier aber. Ja, aber Ramu kommt trotzdem noch nicht. Ramu kommt für dich. Ja, und wieso? Wo muss ich denn hin? Ich weiß gar nicht, wann Ramu kommt. Ramu dauert auf jeden Fall bei dir noch. Okay, ich weiß gerade aber ehrlich gesagt nicht, wo ich hin muss. Also das nächste, was bei dir kommt, wäre Titan. Ne, ich meine ja meine Hauptaufgabe. Ja. Wie heißt sie da denn? Da steht aber Ramu und die Sylphen. Und wenn ich jetzt hier auf drauf klicke, weiß ich gerade ehrlich gesagt. Warte mal. Ach, du. Ah, ja. Ach, du hast die für mich. Okay, alles klar. Oh. Ist ja auch alle was, ey.
Das da brauche ich noch in der Liste. Was? Noch nichts. Noch nichts. Alles wartet auf die Kajalake. Hä? Gar nicht. Ja. Na. Warum? Naja, weil ich dann Taxi bin. Ach, wo muss ich denn jetzt hin? Ach. Und der Ort, wo ich zu zweit Quests mache, ein bisschen sehr weit von hier weg ist. Um immer hin und her zu klettern. Ach Mann, das ist doch hier wieder alles jetzt komisch. Besessene Sylphen beobachten, spähen. Ja, toll. Und jetzt? Also okay, wenn ich jetzt auf Karte klicke, wird mir genau das angezeigt, wo ich gerade stehe. Das ist nicht sehr hilfreich, weil hier nichts ist. Klick mal auf deine Quest. Ja, habe ich. Und dann auf Karte. Und dann bin ich genau hier. Ja, dann werden die hier wohl auch irgendwo sein, ne? Ja, ich sehe deine Karte leider nicht. Ich kann leider nicht sehen. Ohne Karte kann ich nicht sehen. Du könntest sie mir auch einfach mal schicken. Ja, was soll ich dir schicken, wenn das ist hier in... Okay. Okay. Klicke auf die Quest. Ich klicke auf Karte und kann dir exakt die Koordinaten schicken, die wir gerade schon haben. Nein, du sollst mir deine Karte schicken bei WhatsApp, bitte. Ah. Den Baum hoch. Wird mir gerade im Chat geschrieben. Geh einfach mal den Baum hoch. Jetzt frag dich, welchen Baum. Okay, Kai antwortet mir nicht. Aber hallo. Oh Gott. Zuret? Red? Hallöchen. Herzlich willkommen. Ja, richtig. Gut. Wie gesagt, ich und Namen, das ist immer so. Scheiße, jetzt hab ich das Bild gerade an Monique geschickt. Die kann damit ja gar nichts anfangen. Oh! Was für süße Emote! Katzen-Emote. Ich liebe Katzen-Emotes. Aber wie wär's mal, wenn du den Baum hochgehst? Was im Chat gesagt wurde. Moment. Welchen Baum? Oh. Du bist so ein Blindfisch. Komm mal her. Komm mal her. Du bist ein Blindfisch. Also noch deutlicher. Ja, komm. Also entweder ist hier oben was. Ich weiß nicht, welches davon, was du mir geschickt hast, das ist. Entweder ist das. Nichts. Gut, dann. Oben geht ja auch nichts. Warte mal. Weil du hast auf jeden Fall einen roten Flecken. Flecken auf der Karte. Der roten Flecken müsste hier sein. Ist hier irgendwas? Nee. Auf deiner Karte ist nämlich eigentlich genau... Warte. Ich guck nochmal. Hier irgendwo ist auf jeden Fall ein roter Fleck. Ich weiß nicht, ob der zu deiner Quest gehört. Auf jeden Fall keine ist einer. Ahnung. Ich hab keine Ahnung. Ja, da kann ich dir nicht helfen. Ich bin genau da, wo das eine ist. Wenn auf dem Baum nichts ist und da nichts ist, dann kann ich dir auch nicht helfen. Ja, er ist neu. Sylphen beobachten. Wie gesagt, ich war da, wo du die Koordinaten hingeschickt hast und ich bin jetzt da, wo hier was... rot markiertes ist auf deiner Karte. Es ist genau hier. Ich glaube zwar nicht, dass du dafür absteigen musst, aber wie gesagt, genau hier soll irgendwas sein.
kann leider auf deiner, auf dem Bild nicht anklicken. Ansonsten kann ich nochmal zu den Koordinaten fliegen. Eigentlich guck mal selbst. Gibt er nicht. Nein, ich meine nur, also, ob du jetzt hier wieder hin und her fliegst oder nicht. Ja, geht zwar schneller, aber passt. Dann mach du mal. Oh, stimmt, das kann doch nicht sein, ey. Na, irgendwo muss ja was sein. Ja, eigentlich schon. Wie gesagt, bei den Koordinaten. Warte mal. Hey, hallo, Wölfchen. Ich hätte schon länger nicht mehr. Koordinaten. Ja, gut, sind hier. Also, wie gesagt, hier ist ja. So Bäumsche. Da gibt es doch ein anderes Bäumsche. Das ich übersehen habe. Nee. Nee, das ist das Bäumsche. Da haben Millionen andere auch gefunden. Ja, wie gesagt, ich auch. Ich auch. Ich war an beiden Orten. Wie kannst du endlich fliegen? Ja, auch fliegen kann ich schon lange. Ich weiß gar nicht, wann du das letzte Mal kaufst. Wir sind auf jeden Fall jetzt schon am zweiten Addon. Also Kaya noch nicht. Aber. Wobei Kaya auch schon weit gekommen ist, davon mal ganz abgesehen. Für unsere Verhältnisse. Aber wie geht es dir, Kumi? Ich hoffe, du hast so ein schönes Wochenende. Wir sind jetzt in Stormblood auf jeden Fall angekommen. Wir zocken nebenbei WoW. WoW müsst ihr eigentlich auch mal wieder zocken. Eigentlich. Aber FF14 hypt mich zurzeit mehr. Ich möchte bis Endwalker es wenigstens noch schaffen, durchzukommen. Und wir zumindest mal ganz nett. Also der Chat meinte schon, wenn ich in meinem jetzigen Tempo weitermache, könnte ich in 1 bis 1,5 Monaten bei Shadowbringers sein. Und ja, dann so langsam Richtung zum Endwalker. Wobei ich mir trotzdem irgendwo lasse ich mir Zeit, irgendwo will ich mir keine Zeit lassen. Ich will jetzt einfach alles sehen. Da ist ein neuer Patch raus. Wenn der Tank. Ich müsste auch mal wieder warten. Ich kann mir nicht 2 MMOs gleichzeitig leisten. Ich gucke aber gerade einmal. Wegen der Quest. Wie ist das denn nochmal? So. Boah, nee, oder? Jetzt, warte mal. Was ist das?